Ich begrüße alle wieder ganz herzlich von der Martinuskirche aus zu diesem Gottesdienst. Beginnen wir im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, so beginnt das heutige Evangelium, so beginnt das Markus-Evangelium überhaupt. Ist Markus der Erfinder Jesu? Ein Stück weit ja. Er war der Erste, der von den Worten und Taten Jesu geschrieben hat. Und seine Wahrnehmung haben wir jetzt in seinem Evangelium. Später wird sie ergänzt durch die anderen Evangelisten. Es ist wie bei Kugeln, die nebeneinander hängen. Wenn die erste angestoßen wird, gibt sie den Impuls weiter, bis die letzte ihn in die Weite strömen lässt. So hat Markus den Impuls der Botschaft Jesu gegeben, der dann in die Welt hinausging, unter anderem auch zu Nikolaus, dessen Tag wir ja heute feiern. Im Evangelium sagt Johannes, ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Ja, wir kochen mit Wasser, aber der dazukommende Geist belebt alles. Die Gnade, wie es heißt, setzt die Natur voraus. Und so wollen wir diesen Gott des Lebens um sein Erbarmen bitten. Lasset uns beten. Gefangen in den vielen Anforderungen des Alltags, bemüht um Liebe und Anerkennung, aber auch getrieben von Sorge, doch zu verlieren, was uns wichtig ist, so leben wir oft in Kräfte zehrender Anspannung. Und der Blick reicht kaum noch über die kleine eigene Welt hinaus. Gott, ruf uns aus der ständigen Mühe, uns und anderen unseren Wert zu beweisen. Nimm uns die Angst, abzustürzen ins Nichts. Belebe unser Vertrauen zu dir. Weite unser Herz in Erwartung des kommenden Christus, der ohne Bedingung Ja zu uns sagt. Amen. Und so wollen wir jetzt Worte der Lesung hören. Lesung aus dem Buch Jesaja. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott.
redet Jerusalem zu Herzen und ruft ihr zu, dass sie vollendet hat ihren frohen Dienst, dass gesühnt ist ihre Schuld, dass sie empfangen hat aus der Hand des Herrn Doppeltes für all ihre Sünden. Eine Stimme ruft: In der Wüste bahnt den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Jedes Tal soll sich heben, jeder Berg und Hügel sich senken. Was krumm ist, soll gerade werden, und was hügelig ist, werde eben. Dann offenbart sich die Herrlichkeit des Herrn. Alles Fleisch wird sie sehen. Ja, der Mund des Herrn hat gesprochen. Steig auf einen hohen Berg, Zion, du Botin der Freude. Erheb deine Stimme mit Macht, Jerusalem, du Botin der Freude. Erheb deine Stimme, fürchte dich nicht. Sag den Städten in Judäa: Siehe, da ist euer Gott. Siehe Gott, der Herr kommt mit Macht. Er herrscht mit starkem Arm. Siehe, sein Lohn ist mit ihm und sein Ertrag geht vor ihm her. Wie ein Hirt weidet er seine Herde. Auf seinem Arm sammelt er die Lämmer. An seiner Brust trägt er sie. Die Mutterschafe führt er behutsam. Wort des lebendigen Gottes. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, Gottes Sohn, wie geschrieben steht beim Prophet Jesaja: Seht, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg bahnen wird. Stimme eines Rufers in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seine Straßen.
So trat Johannes der Täufer in der Wüste auf und verkündete eine Taufe der Umkehr zur Vergebung der Sünden. Ganz Judäa und alle Einwohner Jerusalems zogen zu ihm hinaus. Sie bekannten ihre Sünden und ließen sie im Jordan von ihm taufen. Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Hüften und er lebte von Heuschrecken und wildem Honig. Er verkündete: Nach mir kommt einer, der ist stärker als ich, und ich bin es nicht wert, mich zu bücken und ihm die Riemen der Sandalen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Die befreiende Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, an diesem zweiten Adventssonntag. Und Johannes verkündete: Nach mir kommt einer, der ist stärker als ich. Ich bin es nicht wert, mich zu bücken und ihm die Riemen der Sandalen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit Heiligem Geist taufen. Er wird euch mit Heiligem Geist taufen. Alle Umkehrrufe der Lesungen nützen nichts, wenn danach nicht eine neue, bessere Lebensqualität das Resultat ist. Alle Aufrufe, dem Herrn Wege zu bereiten, nützen nichts, wenn nicht festmachbar ist, dass er auf dem bereiteten Weg tatsächlich kommt, ankommt. Und das scheint schon Johannes der Täufer geahnt zu haben, wenn er sich so klein macht, dass er sich nicht einmal als wert empfindet, sich zu bücken und ihm die Schuhriemen zu lösen oder und bekennt: Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Es war Teresa von Avila, die meinte: Wer mit dem geistlichen Leben beginnt, ist wie jemand, der einen Garten anlegen will, damit sich der Herr gerne darin ergehe. Das Grundstück ist wild und voller Unkraut. Wir müssen uns bemühen, mit der Hilfe Gottes gute Gärtner zu werden und die Pflanzen regelmäßig zu begießen. Und sie schlägt vier Formen der Bewässerung vor. Erstens kann man das Wasser in einem Gefäß selbst aus dem Brunnen hervorziehen, was eine große Mühe ist. Das ist der Anfang des Weges, des Wegbereitens. Der Versuch, aus der eigenen Erfahrung zu schöpfen, die eigene Erfahrung wertzuschätzen. Dann, meint sie, kann man sich eines Schöpfrates bedienen. Das ist schon weniger anstrengend und man hat mehr Wasser. Wer oft versucht, aus der Erfahrung zu schöpfen, gewinnt Übung. Anleitungen, Gespräche mit Menschen mit Erfahrung helfen, dass mehr Wasser in unseren Garten fließt. Drittens kann man das Wasser aus einem Fluss ableiten. Das ist wirkungsvoller, denn die Erde wird besser durchdrängt. Unsere Bemühungen gewinnen Dauer und werden fruchtbarer. Die vierte Möglichkeit aber ist die beste. Wir müssen überhaupt nichts mehr tun, weil der Herr kräftig regnen lässt. Wir haben den Weg bereitet, der Herr ist im Kommen, alles ist erfrischt, alles duftet, alles richtet sich in uns wieder auf. Vielleicht haben wir solche Momente in unserem Leben schon erfahren. Das Glück überrascht uns. Wer kann sich nicht an solche Momente in seinem Leben erinnern? Das sind Wege, Anleitungen. Aber wie ist es, mit dem Heiligen Geist getauft zu werden? Als Qualitätsmerkmal, dass der Herr angekommen ist oder als Ankommender erfahren wird. Und dazu lohnt es, über das Bewusstsein als Ausdruck unserer Seele zu reden. Unser Bewusstsein ist das allumfassende Geheimnis hinter allem. Es ist nicht das Sehen, sondern das, was uns beim Sehen zusieht. Es ist nicht das Wissen, sondern das, was weiß, dass ich weiß. Nicht der Beobachter, sondern das, was darunter liegt und mich beim Beobachten beobachtet. Unser Bewusstsein ist das schlichte Gefühl des Daseins hinter allen Wahrnehmungen. Letztendlich ist es das Gespür, getragen zu sein, Grundlage allen Glaubens. Vor allem die Mystiker raten uns,
einmal von allem loszulassen, um in diesen vertrauenden Untergrund einzutauchen. Nicht umsonst tritt Johannes in der Wüste auf, wo keine Ablenkung gegeben ist. Nicht umsonst trägt er Gewänder aus Kamelhaaren, wo alle Eitelkeit entschwunden ist. Nicht zufällig weiß er, dass er nur mit Wasser tauft, aber dass da, wo die Seele das Bewusstsein spricht, der Geist Gottes selber wirkt und da ist. Jesus erfuhr diese Gegenwart, die wie eine Taube auf ihn herabkam, bei seiner Taufe mit den bekannten Worten: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden. Wenn Jesus später sagen wird, dass er uns den Geist hinterlässt, dann, dass er dieses Bewusstsein des Getragenseins mit uns teilt. Er lässt uns nicht als Waisen zurück, sondern als Kinder Gottes, Erben, Miterben Christi. Unsere Kultur, in der wir leben, ist einem solchen Weg, einem solchen Loslassen oder sich füllen lassen nicht besonders zugetan, damals wie heute. Wir sind Konsumenten durch Übung und Gewohnheit, durch Verführung und Angebot. Deshalb können wir nicht ruhen, sondern bleiben meistens rastlos unterwegs. Liebende dagegen brauchen nicht viel. Sie sind sich immer im höchsten Maße bewusst. Wenn Jesaja in der Lesung sein Volk, das noch in der babylonischen Gefangenschaft ist, aber mit der Aussicht der Möglichkeit einer baldigen Rückkehr tröstet, dann nicht mit einem Aufruf, halte durch, bau das Land wieder auf, sondern mit dem seltsam anmutenden Ruf, eine Stimme ruft, in der Wüste bahnt den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott, jedes Tal soll sich heben, jeder Berg und Hügel sich senken, was krumm ist, soll gerade werden und was hügelig ist, eben. Dann offenbart sich die Herrlichkeit des Herrn, alles Fleisch wird sie sehen. Hier wird die Öffnung auf Gottes Gegenwart als dem Bewusstsein schlechthin beschworen. Ja, Jerusalem selber soll rufen, siehe, da ist euer Gott. Siehe, Gott, der Herr kommt mit Macht, er herrscht mit starkem Arm. Siehe, sein Lohn ist mit ihm und sein Ertrag geht vor ihm her. Wie ein Hirt weidet er seine Herde, auf seinem Arm sammelt er die Lämmer, an seiner Brust trägt er sie, die Mutterschafe führt er behutsam. Wie soll das anders zu verstehen sein, als dass das göttliche Bewusstsein die Menschen besetzt und ihnen die Gelassenheit, die Befähigung gibt, das Land wieder aufzubauen, was ja kein Honigschlecken damals war, was schwere Arbeit verlangte. Wir können uns ja hier fragen, von welchem Geist war die Kriegsgeneration, vor allem die verarmte Bevölkerung nach dem Krieg bei uns, beseelt? Johannes ruft zur Umkehr auf. Kehrt um, bereitet dem Herrn in eurer Seele eine Ankunft. Dazu können verschiedene Wege gegangen werden, wenn ich an die Wege der Teresa von Avila erinnern darf. Der Anfang ist immer schwer, bis er in eine gute Gewohnheit einmündet, um dann in Freiheit einen Zugang für Gottes Gegenwart zu ermöglichen, um dann von seiner zuvor schon gegenwärtigen Anwesenheit überrascht zu werden. Das wäre dann der Zustand, wo wir nicht mehr Wasser suchen müssen, sondern dankbar den Regen entgegennehmen. Amen.
Und so wollen wir beten, wie Jesus selber betete. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Du Friedenskönig Jesus Christus, die ganze Welt wartet auf das Ende der Pandemie, auf das Schweigen der Waffen, auf die Versöhnung der Verfeindeten, auf die Gerechtigkeit für die Verachteten, auf die Großzügigkeit der Glücklichen, auf die Heilung der Wunden, auf das Versiegen der Tränen, auf das Ende des Sterbens, auf Trost, auf Liebe, auf Frieden. Die ganze Welt wartet auf dich. Komm, du Friedenskönig Jesus Christus. Komm, damit die Kranken aufatmen. Komm, damit die Mächtigen weise werden. Komm, damit die Brückenbauerinnen Erfolg haben. Komm, damit die Obdachlosen Schutz finden. Komm, damit die Armen satt werden. Komm, damit die tödliche Gewalt aufhört. Komm, damit unsere Kinder dem Leben trauen. Komm, damit wir wieder singen. Du wirst unsere Tränen in Tanz verwandeln. Du sprichst, Friede sei mit euch. Du bringst Heil und Leben. Du Friedenskönig Jesus Christus, die ganze Welt wartet. Komm. Der Friede des Herrn sei mit euch allen. Gott, komme und erschließe uns das Geheimnis deines Advents. Lass uns spüren, wie sehr wir dich nötig haben. Und öffne unser Ohr für dein leises Klopfen. Mach uns den Kopf frei, wenn uns zu viel anderes in Beschlag nimmt. Komme uns entgegen in Liebe und Freundlichkeit. Gehe uns nach, wenn wir die Spur unseres Lebens verloren haben. Und halte in uns die Hoffnung wach, dass mehr auf uns zukommt, als wir in unseren kühnsten Träumen zu hoffen wagen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Und so wollen wir um den Segen Gottes bitten. Der Herr sei mit euch.
und so segne und begleite sie in ihren Wohnungen dieser Gotteslebens, begleite sie vor allem in dieser Adventszeit, damit wir offen werden für das Fest der Geburt Jesu, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ihnen allen jetzt einen guten Sonntag und wieder die herzliche Einladung. Kommenden Samstag um 7 Uhr morgens feiern wir wieder Rorate hier in der Martinuskirche. Und anschließend dann laden wir ein zum Frühstück, das Corona-gerecht vorbereitet ist. Beenden wir diese Feier im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.